Genau, und wir sind angekommen beim Tagesordnungspunkt 2 und ich bitte den Landesbischof nach vorn und uns den Bericht aus dem Landeskirchenrat vorzustellen. Hohe Synode, liebe Geschwister, wir kommen von Ostern her. Die Osterbotschaft ist die überwältigende Erfahrung der Macht Gottes, die einbricht in das Dunkel des Karfreitag. Der Tod kann deshalb für uns Christen nicht ohne Auferstehung betrachtet werden. Mit der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. Wer zu Christus gehört, hat die Grenzen von Leben und Tod schon hinter sich gelassen. Die Toten in Christus sind nicht verloren, sondern geborgen in Gott. Die Lebenden sind mit eingeschlossen ins Hier und Jetzt, sondern leben aus der Erfahrung der ersten Osterzeugen, leben aus der Kraft der Auferstehung. Das ist ein neuer, ein anderer Blick auf die Welt. Zu Ostern stellen wir uns als Christen in jedem Jahr wieder in die Reihe der Auferstehungszeugen vom Ostermorgen und bekennen uns mit ihnen zum Sieg des Lebens über den Tod. Mit den Worten von Paul Gerhardt aus seinem Osterlied auf mein Herz mit Freuden freuen wir uns an diesem Geschenk. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nichts mehr grauen vor allem, was mir will. Entnehmen meinen Mut, so samt dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ aus Lieb erworben ist. In dieser fröhlichen österlichen Haltung will ich Ihnen den Bericht geben aus dem Landeskirchenrat. Neben einem allgemeinen Einblick in unsere Arbeit werde ich die Schwerpunkte auf die Entwicklungsperspektiven der Kirchenkreise und die Neuordnung der geistlichen Leitungsämter legen. Im Berichtszeitraum zwischen Mai 2022 und April 2023 hat der Landeskirchenrat 7-mal getagt, davon 2-mal auswärts, Sie haben es schon gehört. Einmal im Kirchenkreis waren wir in Apolda-Buttstedt und hier im Kirchenkreis, dem nettesten, wie ja vorhin ich zitiert wurde, Halberstadt. Natürlich sagen wir das jedem Kirchenkreis, aber das wollte ich hier nicht verraten. Wir waren in Apolda-Buttstedt und haben dort von den Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und vom Superintendent Dr. Heidbrink die drei Regionen West, Mitte, Ost vorgestellt bekommen, die sich unter dem Motto "Und die Kirche bleibt im Dorf" gestellt haben. Das Leitbild ist mit so schönen Wörtern formuliert: himmlisch statt langweilig, kreativ statt routiniert, nachhaltig, beides schön, nachhaltig statt aufzehrend, miteinander statt nebeneinander, aufmerksam statt selbstbezogen, einladen statt geschlossen, erhalten statt aufgeben, wirksam statt unscheinbar. Wir haben viel gehört über den Kirchenkreis von 12 Kirchengemeinden, 12 Dächern und 12 Zylindern. Es waren lustige Dinge zu erleben. Wir haben die Diakonie dort wahrgenommen. Und der Superintendent berichtete über Zusammenarbeit in verschiedener Weise mit der Diakonie, aber eben auch über die Sorgen wegen der aktuellen Vakanzen und über die ersten Gespräche mit anderen Kirchenkreisen zur strukturellen Zukunft. Der Landeskirchenrat hat in der Vorstellung großartiges Engagement und Potenzial wahrgenommen und hat dazu ermutigt, dies weiterzuentwickeln und auch in die anstehenden Gespräche einzubringen. Beim Besuch im Kirchenkreis Halberstadt im März diesen Jahres, vor kurzem, vor 6 Wochen, wurden wir bei der Kirchenkreisvorstellung eine sehr anregende interaktive Reise durch den Kirchenkreis eingeladen, wo wir ebenfalls verschiedene Schwerpunkte der Arbeit von der Kirche Kunterbund über Jugendmusicalarbeit bis hin zur Arbeit mit Migranten und der Öffnung der Kirche für experimentelle, aber auch für orthodoxe Gottesdienste vorgestellt wurde. Den Einstädter Anstalten zeigten die Vielfalt ihrer Arbeit und wir lernten das Problem einer kirchlichen Grenzregion kennen und die Versuche, diese Grenzen zu überwinden. Diese gedankliche Reise durch den Kirchenkreis brachte einzelne Arbeitsbereiche zum Leuchten und das Kennenlernen wurde in vielen Gesprächsrunden vertieft. Am nächsten Morgen war der Landeskirchenrat im Gespräch mit dem Superintendenten und dem Präses der Synode. Auch hier großartiges Engagement, Lust zur Gestaltung und viel Potenzial und auch kritische Reflexion. Und wir sind zuversichtlich, dass das hier fröhlich weitergeführt wird. Beide Besuche haben dem Landeskirchenrat viel Freude gemacht. Und wenn Sie sich fragen, wie der Landeskirchenrat zur Auswahl kommt, Sie können einfach uns auch einladen, das wäre eine Option. Ansonsten laden wir uns ein und wir haben ja noch viel Zeit, bis wir alle Kirchenkreise besucht haben, aber wir werden immer reihum jedes Jahr eine auswärtige Sitzung haben.
Im September tagt der Landeskirchenrat in Magdeburg und hat dort mit Bettina Schlauraff in das Amt der Regionalbischöfin eingeführt. Die anderen Tagungen fanden in Erfurt statt. Einige Themen, die wir bei der Vorbereitung der Staffelstabübergabe vom Landeskirchenrat der zweiten Synode auf denen der dritten Synode in einer Klausur auf dem Hainstein im Eisenach im Juli 2020 identifiziert und festgehalten haben, finden Sie neben den neuen Themen auf der Traktantenliste wieder. Ich nenne einige Beispiele und habe Ihnen die Traktantenliste auch beigefügt, einfach zur Transparenz, dass Sie wissen, woran arbeitet der Landeskirchenrat. So haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche Milieus wir als Kirche erreichen und welche nicht und wie wir Beziehungen zu den unterschiedlichen Milieus stärken können und was wir als Kirche dazu beitragen können. Wir haben diskutiert, dass unsere kirchlichen Bemühungen, in anderen Milieus Fuß zu fassen, einige traditionelle kirchliche Milieus auch verunsichert. Sie haben vielleicht gerade auch aktuell die schöne Debatte in Erfurt gehört zu dem Rave-Gottesdienst. Man kann sagen, viele Menschen erreicht, aber ist das unsere Aufgabe? Man steht genau zwischen diesen Spannungen, die Sie da auch erleben. Junge Vikarin hat dann ein Projekt gemacht. Und wir werden weiter darüber nachdenken, ob uns der Milieugedanke bei der Definition unseres kirchlichen Auftrags weiterhilft und wie wir Kontakt in andere Milieus erlangen können und vielleicht mit sogenannten Ankerpersonen. Die Situation und die Perspektiven für das große Feld der Seelsorge in unserer Landeskirche beschäftigen uns seit Eröffnung meiner bischöflichen Visitation im Februar 2021 intensiv. Inzwischen ist die Projektstelle im Bischofsbüro, die die Auswertung und Präsentation auf der Herbstsynode 2024 koordinieren und durchführen und abschließen wird, seit dem 1. April, also seit kurzem, mit Dr. Magdalena Steinhöfel besetzt. Es liegt ein Projektplan vor und ich bin zuversichtlich, dass wir konzentriert und in der avisierten Zeit die Dinge schaffen. Der Landeskirchenrat wird Ergebnisse und erste Schlussfolgerungen im März 2024 vorgelegt bekommen und diskutieren. Der Religionsunterricht wird uns auf unserer Synodentagung als Schwerpunktthema beschäftigen. Die Unterlagen dazu liegen Ihnen bereits vor und Bruder Schilling hat ja auch schon aus seiner Sicht einige Punkte markiert. Auch diese thematische Fokussierung geht auf eine Empfehlung des alten Landeskirchenrates an den neuen zurück, sich mit dem Profil der evangelischen Schulen als kirchlicher Lernorte zu beschäftigen. Dem hat auch die ökumenische Besuchsreise auf unserem Kirchengebiet gedient, die Bischof Dr. Gerhard Feige und ich im Gebiet Sachsen-Anhalt und die Regionalbischöfe in Thüringen unternommen haben. Es war zum einen sehr beeindruckend, mit welcher Kompetenz und welchem Engagement unterrichtet wird. Zum anderen haben wir aber auch die Probleme von Lehrermangel und die Folgen für den Religionsunterricht wahrgenommen. Hier sind beide Bundesländer bisher nicht in der Lage, den Religionsunterricht und die Nachfragen abzusichern. Ich freue mich auf die Vorstellung und Diskussion hier in der Synode und unterstütze ausdrücklich die Schlussfolgerungen, die das fachlich zuständige Referat im Landeskirchenamt aus dieser Reise und der allgemeinen Wahrnehmung der Situation gezogen hat und die hier vorgetragen werden. Herzlichen Dank nochmal für die großartige Vorbereitung und Begleitung dieser Besuchsreise an alle Beteiligten. Der Landeskirchenrat führt eine Traktantenliste, die ich Ihnen beigefügt habe. Zweitens, Kirchenkreise auf dem Weg. Zur Frühjahrssynode im letzten Jahr lag der Schwerpunkt meines Berichts auf der Arbeit der AG Entwicklungsperspektiven für Kirchenkreise und den Beschlüssen, die der Landeskirchenrat auf der Basis der Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaft gefasst hat. Im Mai letzten Jahres habe ich alle Kirchenkreise angeschrieben und gemäß dem Beschluss des Landeskirchenrates darum gebeten, per 30. November die bis dahin angestellten Überlegungen, Gesprächsstände und Vorentscheidungen den Landeskirchenamt mitzuteilen. Aus allen Kirchenkreisen haben wir Rückmeldungen erhalten. Das zeigt, wie ernsthaft an dem Thema gearbeitet wird. Ein Großteil der Kirchenkreise hat klare Vorstellungen von der zukünftigen Struktur und mit wem sie zusammengehen wollen. Einige sind schon in ihren Beschlüssen sehr weit und werden noch in dieser Legislatur fusionieren oder einen Kirchenkreisverband bilden. Die Prozesse haben richtig Fahrt aufgenommen und das ist gut so. Denn die Herausforderung, mit weniger Ressourcen und Mitarbeitenden die Arbeit zu gestalten, wird zunehmen. Anfang März 2023 sind EKD-weit die neuen Zahlen zur Mitgliedschaftsentwicklung bekannt gegeben worden. Christian Fuhrmann hat hierzu viele Interviews gegeben und es ist gelungen, zu vermitteln, dass viel mehr Menschen in der EKM mitwirken und sie tragen, als es in den nackten Zahlen zum Ausdruck kommt. Auch wenn die Sterbezahlen in unserer Kirche mit mehr als 2/3 den Hauptteil des Rückgangs ausmachen, das ist übrigens EKD-weit nicht so, da sind die Austritte größer als die Sterbezahlen, ist es dennoch für uns sehr schmerzlich,
die Austrittszahlen, dass sie auch bei uns zunehmen und jede Mitarbeiterin, Pfarrerin, jede Pfarrer, die das erleben und auch Gemeindepädagogen, Gemeindepädagogen in den Verwaltungsämtern, wo diese Austritte eingehen, spürt man, dass das oft auch wirklich schmerzlich ist, Menschen zu erleben, die man gestern oder vorgestern noch fröhlich dabei erlebt hat und die aus welchen Motiven oft sehr unterschiedlichen austreten. Für unsere Landeskirche bedeutet das zusammengefasst, zu ihrer Gründung im Jahr 2009 hatte die EKM 855.000 Gemeindeglieder. Ende 2022 betrug die Anzahl der Kirchenmitglieder 615.855. Das bestätigt darin, dass wir mit der proaktiven Suche nach lebens- und arbeitsfähigen Strukturen in unserer Landeskirche, die den erwarteten Entwicklungen Rechnung zu tragen vermögen, auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig sind durch die Pandemie die Taufzahlen massiv zurückgegangen und haben sie sich im letzten Jahr nur zögerlich gesteigert. Unter dem Motto »Viele Gründe, ein Segen, deine Taufe« wirbt die evangelische Kirche in diesem Jahr für die Taufe. Wenn wir uns klar machen, dass allein in unserem Gebiet ca. 60.000 Kinder, also bis 14 Jahre, in Familien mit mindestens einem kirchlichen Elternteil nicht getauft sind, spüren wir, dass wir eine große Aufgabe haben, die darin liegt, für die Taufe zu werben und dazu einzuladen, ein Leben mit Christus zu führen. Die wundervollen Taufsteine und Tauffeste rufen zur Taufe und zur Feier des Lebens. Wir sind gefordert, fröhlich und gelassen und mit Gottvertrauen die Veränderungen, vor denen wir stehen, zu gestalten und dabei uns zu bemühen, bei geringer werdenden Ressourcen und Mitarbeitenden die Qualität der Arbeit im Blick zu behalten. So habe ich mich besonders gefreut, dass bei den Rückmeldungen aus den Kirchenkreisen viele die Qualitätskriterien, die der Landeskirchenrat beschlossen hat, angewendet haben. In manchen Kirchenkreisen hat sich der Kreiskirchenrat damit befasst, in anderen gab es anonyme Befragung der Kreissynodalen und eine Auswertung zur Kreissynode. Die eigene Arbeit des Kirchenkreises, egal ob groß oder klein, zu prüfen und zum Beispiel an den Anfang eines Perspektivprozesses zu stellen, ist ein gutes Fundament für weitere Überlegungen im eigenen Kirchenkreis und für Gespräche mit den Nachbarn. Das Wichtigste dabei ist, die Ergebnisse sind bei den nächsten Vorhaben, den nächsten Beschlüssen und Schritten wieder vor Augen zu führen, damit, wenn wir Dinge zusammenbringen, die auf höherem qualitativen Niveau dann gelingen und nicht zu einem Abbruch der großartigen Dinge, die möglich sind, kommen. Kirchenkreise, in denen sich die Kreissynoden dieses Themas noch nicht angenommen haben, rufe ich auf, dem Beschluss des Landeskirchenrates zu folgen und einmal in der Legislaturperiode unter Einbeziehung der Kirchengemeinden eine Selbstevaluation anhand dieses Kriterienkatalogs durchzuführen. Die Rückmeldung der Kirchenkreise zu ihren Perspektivüberlegungen wurden im Landeskirchenrat zusammengestellt und im Scharnierbeirat, das ist eine Arbeitsgruppe, die sozusagen die Dezernate übergreifend aus Bildung, Personal und Finanzen dienen, Kontakt zu der mittleren Ebene hält, analysiert und geclustert. Die Ergebnisse wurden im Kollegium auf dem Superintendentenkonvent im Februar 2023 in Hofgeismar und zur Sitzung des Landeskirchenrates am 10. und 11. März in Halberstadt vorgestellt. An der Auswertung möchte ich Sie mit folgenden Punkten teilhaben lassen. Aufgezeigte Herausforderungen und Fragen. Mehrfach wurde der Rechtsrahmen für das Modell eines Kreiskirchenverbandes angefragt. Der Landeskirchenrat hat dieses Modell zwar als eine von drei Varianten beschlossen, ohne dass bis dahin schon eine rechtliche Grundlage dafür gibt. Die Idee war jedoch, dass Kirchenkreise, die dieses Modell favorisieren, Selbstüberlegungen anstellen, diese dem Landeskirchenamt mitteilen und das Landeskirchenamt dann prüft, welche Gesetzes- oder sogar Verfassungsänderungen erforderlich sind, um eine Umsetzung zu ermöglichen. In der Praxis erreichte das Landeskirchenamt aber weniger Vorschläge, sondern vor allem Anfragen, wie genau denn nun der Kreiskirchenverband aufgebaut sei und funktionieren soll. Kirchenkreise, die auf dieses Modell zugehen möchten, haben deshalb darum gebeten, dass das Landeskirchenamt in die Beratung auf Kirchenkreisebene eingebunden wird, um in gegenseitiger Kenntnis das Modell zu beraten und zu entwickeln. Weitere mitgeteilte Herausforderungen und Fragen sind uns in Strukturveränderungsprozessen nicht unbekannt, sollen aber hier ausdrücklich mit genannt werden. Oft sehr zentral war die Frage, wird es einen Verlust ehrenamtlichen Engagements bei Strukturveränderungen geben, gerade wenn die Wege zu weit werden? Gremiengröße, Fahrtwege, Fahrzeiten, die Fläche, was muss sich ändern, um keinen zu überfordern oder abzuhängen? Mehrfach festgestellt wurde die unterschiedliche Anforderung aus Stadt und Land, die Unwuchten erzeugen. Für sehr große Einheiten wird die Notwendigkeit von Unterstrukturen als Gefahr auch angesehen. Und es wurde gefragt, sind
auch Verbindungen über die Grenzen der EGM hinaus nicht jetzt denkbar. Zu den Chancen der Kooperationen. Kirchenkreise, die bisher eine vertiefte Kooperation mit Nachbarkirchenkreisen schon praktizieren oder verstärken wollen, sehen in der Durchlässigkeit von Kirchenkreisgrenzen Chancen. In der Erleichterung der Regelung von Vertretungsdiensten, in der gemeinsamen Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Beispiel bei gemeinsamen Referentenstellen, in der kirchenkreisübergreifenden Durchführung von Projekten, zum Beispiel Kirchenkreistagen, oder in der gegenseitigen Werbung für regionale Veranstaltungen. Darüber hinaus werden für Kirchenmusiker und Gemeindepädagogen, die in vielen Kirchenkreisen nicht mal mehr eine Handvoll Stellen pro Arbeitsbereich ausmachen, Synergien in gemeinsamen Fachkonventen gesehen. Diese Fachkonvente dienen nicht nur dem Austausch, sondern können gegenseitig motivieren und dem gefühlten Einzelkämpertum etwas entgegensetzen. Die Idee der 18 Kirchenkreise, die eine verstärkte Kooperation mit Nachbarkirchenkreisen in den Blick nehmen, gehen aber noch weiter. Es ist daran gedacht, die Verantwortung für einzelne Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel die Lektorenarbeit, die Notfallseelsorge oder auch die Durchführung von Freizeiten jeweils einem Kirchenkreis zuzuordnen, der diese Aufgaben dann für beide oder sogar mehrere Kirchenkreise übernimmt. Dies kann gabenorientiert erfolgen und verspricht damit ein höheres Engagement mit der dazu erforderlichen Professionalität. Gemeinsam zum Kirchenkreisverband oder einem fusionierten Kirchenkreis unterwegs. Gut ein Drittel unserer Kirchenkreise hat beschlossen, zukünftig in einem fusionierten Kirchenkreis und in einem Kirchenkreisverband zu arbeiten. Dabei sind nicht nur Zusammenschlüsse von jeweils zwei Partnern im Blick, sondern teilweise drei, sogar auch vier Kirchenkreise arbeiten ganz konkret an einer gemeinsamen Zukunft, zum Teil mit sehr ambitionierten zeitlichen Zielsetzungen. In Bezug auf den Kirchenkreisverband besteht die Erwartung, dass in kollegialer, geschwisterlicher Leitung durch zwei oder mehr Superintendentinnen und Superintendenten die Chance einer großen Stärkung des Kirchenkreises liegt. Die Kirchenkreise des Kirchenkreisverbandes oder die Region in einem fusionierten Kirchenkreis sollen mit Budgets ausgestattet werden, um die einzelnen Bereiche zu stärken, den Mitteleinsatz besser zu koordinieren und das örtliche Engagement zu erhalten. Der Erhaltung der eigenen Identität dienen ebenfalls die Regionen, die als Bezugsrahmen für die inhaltliche Arbeit gesehen werden. Dem Landeskirchenrat wurde zurückgemeldet, dass man sich in den Kirchenkreisen durch eine Fusion oder die Bildung eines Kirchenkreisverbandes sowohl einen Kompetenzzuwachs für die Kreissynode als auch die Arbeit in den Ausschüssen der Kreissynode erwartet. Eine weitere Erwartung liegt in einer höheren Attraktivität Konventen durch eine größere Anzahl von Mitarbeitenden. Auf dem Superintendentenkonvent Ende Februar in Hof Geismar haben Superintendentinnen und Superintendenten aus drei Bereichen vorgestellt, wie sie den Prozess gestalten. Dabei wurde mehrheitlich darauf verwiesen, dass eine externe Moderation den Prozess als sehr hilfreich und entspannend, dass dann der Helfer entspannt erlebt wurde. Und es war deutlich, dass die Selbstgestaltung dieser Prozesse viel von einem möglichen Druck von außen nimmt. Beschluss des Landeskirchenrates. In Aufnahme der dargestellten Rückmeldung aus den Kirchenkreisen hat der Landeskirchenrat dann in der März-Sitzung Folgendes beschlossen. Das Landeskirchenamt wird beauftragt, neue Hochrechnungen zur Entwicklung der Rahmenstellenpläne in den Kirchenkreisen zu erstellen und an die Kirchenkreise zu versenden. Es hat sich nämlich durch die Mitgliederentwicklung gezeigt, dass da unsere Annahmen vor 2 Jahren sich schon wieder überholt haben. Das Landeskirchenamt wird beauftragt, in Auswertung der Ergebnisse des Superintendentenkonventes die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kirchenkreisverband zu erarbeiten. Der Landeskirchenrat stellt fest, dass die Verwaltungsstrukturen den Kirchenkreisstrukturen folgen. Das Landeskirchenamt wird beauftragt, unter Einbeziehung der Diskussionen zum Superintendentenkonvent Modelle zu möglichen Strukturen der Kreiskirchenämter zu erarbeiten, die die weitere Professionalisierung ermöglichen und fördern, Effektivität und Effizienz in den Blick nehmen und flexibel auf strukturelle Veränderungen von Kirchenkreisen reagieren können. Die Struktur unserer Kirchenkreisämter. Im Beschluss wird festgestellt, dass die Verwaltungsstrukturen den Kirchenkreisstrukturen folgen. Das hat allerdings zur Folge, dass sich Kreiskirchenämter in Bezug auf notwendige Veränderungen erst auf den Weg begeben können, wenn die Entscheidung der Kirchenkreise feststeht. Diese Entscheidungen können aber zeitlich sehr weit auseinanderliegen oder angedachte Strukturen durch neue ersetzt werden. Wir werden deshalb Strukturen brauchen, die flexibel auf strukturelle Entscheidungen der Kirchenkreise reagieren können. Wenn ich all das Gesagte zusammenfasse, dann bin ich sehr dankbar. Es ist etwas in Bewegung gekommen.
nicht nur in den Kirchenkreisen, deren Ampel auf Rot steht. Die Rückmeldungen lassen erkennen, dass Sie sich in den Kirchenkreisen auf den Weg gemacht haben, der Kirchenkreise Bestes zu suchen. Sie haben Verantwortung übernommen, um Rahmenbedingungen zu ringen, die die Verkündigung des Evangeliums angesichts unserer heutigen Herausforderung ermöglicht und braucht. Es war aber nur der erste Meilenstein auf dem Weg, den der Landeskirchenrat beschlossen hat. Die Kirchenkreise werden im Mai diesen Jahres einen weiteren Brief von mir erhalten, in dem sie auf den nächsten Meilenstein, den 30. November 2023, hingewiesen werden. Bis zu diesem Datum sind die Kirchenkreise gehalten, dem Landeskirchenrat Kreissynodenbeschlüsse vorzulegen, aus denen die zukünftige Kirchenkreisstruktur einschließlich Terminierung hervorgeht. Natürlich betrifft dies insbesondere die Kirchenkreise, die aufgrund der Kriterien einen besonderen Handlungsbedarf haben. Aber auch die gegebenen Nachbarschaften werden von diesen notwendigen Entscheidungen weitaus mehr Kirchenkreise direkt betroffen sein. Zum Prozess der Neuordnung geistlicher Leitungsämter. Die zweite Landessynode hat den Prozess der Neuordnung geistlicher Leitungsämter mit einem Beschluss auf der Herbsttagung 2018 angestoßen, in dem es unter anderem hieß, dass Aufgaben, Verhältnisbestimmung und Struktur der leitenden geistlichen Ämter der EKM sowie die Bestimmung zu deren Wahl, Wiederwahl und Amtszeitverlängerung zu prüfen und gegebenenfalls neu zu ordnen seien. Daraufhin hat der Landeskirchenrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit meinem Amtsantritt 2019 zu arbeiten begonnen hat. Das von der Arbeitsgruppe erarbeitete Bild für die neu geordneten Leitungsämter im Bischofsamt, das von der Landessynode auf der Herbsttagung 2020 beschlossen wurde, sah vor, in den neu zu bildenden Propstsprengeln oder Sprengeln Tandems zu bilden, die gemeinschaftlich die Aufgabe im regionalbischöflichen Dienst wahrnehmen. Die gemeinsame Verantwortung eröffnet Möglichkeiten gabenorientierten Arbeitens und kollegialer Beratung im Team. Durch die derzeitige Besetzung der Stellen könnte sehr schnell Chancen und Grenzen eines solchen Modells im einzelnen konkreten Arbeitsfeldern erprobt werden, zum Beispiel in gemeinsamen Vorhandkonventen, in denen verschiedene Beratungssettings denkbar wären, durch wechselseitige Wahrnehmung von Terminen, Wahlmöglichkeiten für Anspruchsgruppen, durch neue Formen eines Umgangs mit Vielfalt und Komplexität. In diesem Erprobungsprozess befinden wir uns aktuell. Die Landessynode hat in ihrer konstituierenden Tagung im April 2021 einen weiteren grundlegenden Beschluss gefasst, in dem sie den Dienst der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe in der EKM würdigt und darum bittet, die Neuordnung dieses Dienstes unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für unsere Kirche umzusetzen. Dazu sind verschiedene Evaluierungsschritte beschlossen worden. Einen ersten Bericht hat der Bischofskonvent dem Landeskirchenrat im Dezember 2021 gegeben und damit den Startschuss für die Erprobung der Neuordnung geistlicher Leitungsämter gegeben. Den ersten Zwischenbericht zur Umsetzung erwartet der Landeskirchenrat im Dezember 2023. Mit der Berufung und Einführung von Bettina Schlauraff sind die beiden Teams jetzt ja vollständig und arbeiten und es gab im Nordbereich auch schon eine Neu- und Nachjustierung der Zuordnung der Kirchenkreise, die zeigen, dass hier auch geschaut wird, wie Arbeit sinnvoll gestaltet werden kann. Dafür werden sich beide regionalbischöfliche Teams und auch die reformierte Senior getrennt bis zum Herbst mit externer Beratung treffen und die Arbeitsabläufe, Aufgabenzuschnitte und strukturellen Möglichkeiten und Grenzen besprechen. Die Ergebnisse dieser Beratung werden den erbetenden Bericht speisen, der wiederum nach Beratung im Landeskirchenrat Grundlage für den Zwischenbericht des Bischofskonvents vor der Landessynode 2024 sein wird. Auf ihrer Herbsttagung 2026 erwartet die Landessynode eine Evaluation unter Federführung des Landeskirchenrates zur Auswertung der erprobten Neuordnung inklusive ihrer Auswirkungen auf die Kirchenkreise und das Superintendentenamt. Schließlich erwartet die Landessynode im Jahr 2030 eine abschließende Evaluation des Prozesses, wiederum unter Federführung des Landeskirchenrates, insbesondere auch zu den Möglichkeiten und Grenzen einer teamorientierten Weiterentwicklung des regionalbischöflichen und des landesbischöflichen Dienstes. Interessant ist, dass im Rahmen der Entwicklung der Perspektiven der Kirchenkreise auch das Superintendentenamt in verschiedenen Überlegungen als Teamamt diskutiert wird. Wir arbeiten im Bischofskonvent gut und vor allem vertrauensvoll und fröhlich zusammen. Die Herausforderungen sind groß. Ob sie größer sind als zu anderen Zeiten, wage ich nicht zu entscheiden. Sie sind jedenfalls anders, in manchem vorhersehbarer, etwa was die Mitgliederentwicklung betrifft, in vielem aber auch unvorhersagbarer, wenn wir die Herausforderungen, die die Pandemie und der Krieg uns abverlangen, betrachten. Wenn wir institutionell kleiner und schwächer werden, ist das für uns kein Zeichen dafür, dass Gottes Reich nicht kommt. Erfolg ist keiner der Namen Gottes.
Wir nehmen verwundert und doch ganz im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns geht, zur Kenntnis, dass Gott offenbar in einer postmodernen Welt keine machtvolle Institution braucht, um uns in seinem Reich leben zu lassen und die Welt zu verändern. Wir lassen uns weder ins Private drängen, noch sind wir politische Partei oder Nichtregierungsorganisationen. Wir widersprechen antikirchlichen Narrativen. Und dass wir als ostdeutsche Kirche weder nur aus Kommunisten oder Nazis bestehen, ist offensichtlich. Wir sind ein bunter Zusammenschluss verschiedenster Menschen, die von Gottes Geist und Liebe bewegt, in diesen bewegten Zeiten Christus folgen. Als Kirche bieten wir einen Raum, in dem Christen und uns zugetane Menschen sich mit Glauben und Zeitfragen auseinandersetzen und ihre Ideen, Lösungsansätze in den öffentlichen Diskurs, ihre Berufswelt, ihre Netzwerke einbringen. Mutig, frisch und fröhlich. Vielen Dank, dass Sie, liebe Synodale, an diesem Werk Gottes mitarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche unseren Beratungen Gottes reichen Segen.